So, hallo und herzlich willkommen, Satisfactory. Ich bin Bappi. Und wir haben ja hier in der letzten Folge hier die Schraubenproduktion gebaut. Hier läuft also zack. Jetzt ordentlich Schrauben rein. Hier haben wir schon über 2000 drin und laufen hier auch mal schön rein. So, ich würde gerne, also was ich hier natürlich falsch gemacht habe, was natürlich anders hätte laufen müssen. Ich hätte hier wohl auch, also ich hätte hier wohl weiterbauen sollen, dann hätte ich das hier alles hier raufziehen können. Aber gut, ich habe normalerweise hier unten, lass mal schauen, Eisenerz und da könnte ich, die Eisenstangen produzieren und aus den Eisenstangen könnte man mit den Schrauben dann den Rotor, lasst mich mal hat den Rotor, genau, der ist nämlich aus Eisenstangen und aus den Schrauben. Und dann haben wir eine ordentliche Rotorproduktion mal. Dann würde ich jetzt mal sagen, wir bauen, okay, wir haben nur einen mobilen Miner. Da müssen wir hier mal nochmal schnell hoch. Müssen wir uns nochmal einen produzieren. So, hier hoch. Und hier hinter. Und dann müssen wir einmal schauen, wie es mit dem Strom läuft. Was wir hier so haben, Max 143, Kapazität 160. Ja, müssen wir, werden wir wohl unten dementsprechend nochmal halt, haben wir schon einen. So, jetzt haben wir zwei, dann können wir den mit runternehmen. Ich hoffe, wir haben genug Material. Jetzt lassen wir mal schnell schauen. Bevor wir jetzt hier wieder runter hüpfen, wir brauchen einmal das oder machen wir hier gleich mal zwei. Dann braucht man hier zwei Miner. Dann braucht man einen Konstruktor und einen Schmelzofen. So, wenn ich jetzt richtig gesehen habe, dann haben wir im Grunde genommen alles dabei. So, dann hier runter. Und hier rüber. Jetzt passen wir auf. Das würde ich jetzt fast mal hier und das hier auch. Das wird jetzt natürlich nicht gehen. Oh, er hat sogar alles. Hat er alles mitgenommen? Da, haben wir alles reingekriegt. Schau. Ich würde gerne den Container. Hallo? Hier so im 90 Grad Winkel hinbauen. So, hier hin. Und dann so, hier rein. Und die schmeißen wir auch wieder hier rein. Die 300 nehmen wir mal mit. So, wer weiß, ob wir die brauchen, weil dann können wir das hier hinterlaufen lassen. So, jetzt wollen wir Miner. Was ungültig? Achso, die werden wir zuerst wegbauen müssen hier mit der Hand. Das Eisenerz. Na, jetzt ist es weg. Dann bauen wir das da hinten auch gleich weg. So. Und nun bauen wir einen Miner. So. Und hier vorne. Hallo, ups, falsche Taste. Den zweiten Miner. So, schauen die ungefähr in dieselbe Richtung. Nicht wirklich, aber das kriegen wir dann schon hin.
Schauen wir mal, bauen wir den hier nochmal ab. Und sagen wir hier, zack, einmal so. So, ungefähr gleich. Und dann, und dann, und dann, und dann. Bauen wir hier hinten unseren Strom hin. Und jetzt zweimal Biomasse. Einmal hier. Hallo. Einmal da. So. Einmal full hier rein. Einmal hier rein. So, dann könnten wir hier gleich mal nur der Eisenerz. Und hier schmeißt mir die restlichen 8 mal rein. Wir brauchen sie aktuell nicht. So, hier. Schatzi, mach mal, gewinn mal Land hier. So. Dann haben wir gesagt, einmal, zweimal. Dann wollen wir einen Schmelzofen bauen. So. Einmal Schmelzofen. Zweimal Schmelzofen. So, hier gleich mal Strom machen wir ganz am Schluss. Weil sonst müssen wir den Stromleitung 5-mal legen. So. Dann haben wir hier 2 Schmelzer. Und auf die 2 Schmelzer. Was sind wir da? Soll er Eisenbahn produzieren? Und hier soll er auch Eisenbahn produzieren. So. Dann wollen wir 2 Konstruktoren. So. Einmal hier. Und er soll Eisenstangen produzieren aus Eisenbarren. So, genau. Und er im Endeffekt dasselbe. Soll auch Eisenstangen produzieren. Und ja. Ich werde das alles, wenn es mal ist, im Offstream am Wochenende vielleicht alles auf Fundamente stellen, aber jetzt lassen wir es erstmal. So, und dann heißt es einen Fusionator. Der hier gerade läuft. So, und dann einmal Input von hier reinbekommt und einmal von hier reinbekommt und in einen Lagercontainer reinläuft. Hier rein. So. Zap, zap. Hier rein. Und dann bauen wir, schauen wir mal, ob wir was da haben, einen Fabrikator hin. Ah, fehlen Rotoren. Okay, dann schießen wir mal das alles. Das geht alles bestimmt hier ein bisschen schöner. Aber hilft nichts. So, wir bauen jetzt erstmal hier eine hin. Und hier eine hin und dann da drüben. Und hier drüben einmal hin und hier einmal hin. So. Und dann und dann und dann und dann. Bauen wir hier noch. Hallo? Hallo? Hier noch einen hin. Für den. So. Jetzt könnte man theoretisch. So, gehen wir mal hier auf. Hier irgendwo drauf. So, genau. Nun sagen wir gehen von hier hin und von hier hin. Und dann gehen wir von hier. Hallo?
hier hin und von hier hier hin. Jetzt haben die schon mehr Strom. So. Dann gehen wir von hier nach hier und von hier nach hier und von da nach da und von hier nach da. So, jetzt müsste diese Strecke zumindest mal laufen. Dann haben wir hier, hier rüber und von hier hier hinter. So, 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 so. Dann haben wir von hier nach hier. Das ist alles ein bisschen im Kreise läuft. So. Nun sollte es laufen. Läuft alles. Hier kommen die Barren raus und hier werden die Stahl Rohre produzieren und laufen hier mal rein. So. Und dann laufen wir mal zum... Schauen wir mal, wie hier so der Fortschritt ist. Oh, ordentlich, ordentlich. Aber wir brauchen auch 25 pro Rotor. Den bauen wir jetzt schnell hier manuell, weil wir wollten ja einen Fabrikator bauen. Und dafür brauchen wir 4 Rotoren. Und die haben wir aktuell nicht dabei. So, wo ist er? Da ist er. So. Bauen wir hier mal schnell. So. Haben wir hier die Rotoren. Jetzt gehen wir gleich dahinter und bauen wir gleich. Es tut weh. Oh, doch nicht. Die Sache hier fertig. Und zwar bauen wir den Fabrikator. So. Von hier. So, hallo. Hier den Strommasten und dann ziehen wir von hier nach hier und von hier nach da. So, das Ding hat jetzt erstmal Strom und soll Rotoren produzieren, also Eisenstangen und Schrauben. Was kann es denn noch alles produzieren? Verstärkte Eisenplatten kann es noch machen. Und modulare Rahmen kannst du machen. Ne, wir machen jetzt erstmal Rotoren und pass auf. Das wird jetzt nicht funktionieren, weil es zu nah dort ist. Somit nochmal Kill it. Und Fabrikator. So, pass mal auf. Wenn wir das jetzt hier. Schauen wir mal schnell. Hallo? So. Jetzt haben wir hier einmal und von hier ist zu lang. So, hier drin. So, hier laufen dann jetzt die Eisenstange raus. So, hier mal hoch. Dann können wir hier mal, ups, den Strom anschließen. Und hier nochmal sagen, du sollst Rotoren produzieren. Und von hier nach da. So, wartet jetzt auf meine 25 Schrauben. Boah, wir haben echt keine Schrauben in der Tasche dabei. Wir holen uns schnell mal 500, dass der hier schon mal losproduzieren kann. Bis hier die ersten hier hinten ankommen. So, wir schieben hier mal 500 rein. Dann sollte der hier
dementsprechend losproduzieren. So, jetzt haben, Hier produzieren wir hier die Rotoren. Und dann nehmen wir einen Lagercontainer. Und gehen mal Rotoren hier hinein. So. Es läuft jetzt theoretisch auch alles von alleine. So. Strom ist genug. Da Max 60, 41 verbrauchen wir aktuell. Das passt. Dann spurten wir mal rauf und schauen wir mal, was unser Mom so macht. Und unseren Ding. Unsere fällt mir der Name nicht ein. Hier unsere Hubforschung. Und hier haben wir ja die einfache Stahlproduktion. Das heißt, hier einfache Stahlproduktion, Gießerei, Stahlbahn, Stahlträger, Stahlrohre. Mehrzweckgerüste brauchen wir für unseren Lift und neue Shop-Produkte. Das heißt, Meilenstein auswählen und losschicken. Und der Ader zu hören. Milestone reached. Coal and iron can be combined in the foundry to start steel production. Project part number two, the versatile framework, can only be created via automation, not at a crafting bench. Delivering these to the space elevator is essential if we are going to complete phase two of project assembly and save the day. Fix it and humanity is relying on you. So, Kohle haben wir gelesen, aber Kohle können wir auch noch nicht suchen, weil wir es noch nicht erforscht haben. Das heißt, wir müssen hier diesen Meilenstein, da brauchen wir 150 verstärkte Eisenplatten, 50 Rotoren und 500 Kabel. Die sollten jetzt nicht das Problem sein. So, jetzt schauen wir mal, was wir hier so alles haben. Haben wir Festplatte, haben wir aktuell keine. Ne, haben wir keine. So, dann haben wir, was haben wir hier noch Schönes? Hier diese blöden Kapseln, aber Strukturanalyse, die hätten wir auch, aber da brauchen wir auch medizinischer Inhalator, ob der wirklich so wichtig ist. So, was haben wir hier? Ja, das ist diese scannbare Ressourcen Sam und die finde ich nicht. Ich weiß nicht, ob man hier irgendwo Gas. Fallschirm, das ist her. Aber wir können, glaube ich, kein Dynamit produzieren. So. Quarz. Quarz und Schwefel. Ah, hier hätten wir Schwarzpulver. Und hier hätten wir einen Zünder. So, aber dieses Schwarzpulver, da brauchen wir 50 Schwefel und 25 Kohle. Schauen wir mal, ob wir in unserer. Ups. Ob wir hier in unserer. Nein, es war nicht die Kiste, gell? Das ist die Kiste hier, ob wir hier einen Schwefel drin haben. Hier haben wir vor 52 Schwefel. Das heißt, wir können Schwarzpulver herstellen. Research completed. Black powder recipe unlocked. New sulfur research available. So. Aber was können wir mit diesem Schwarzpulver aktuell anstellen? Wir können es sogar herstellen. Ja, wir stellen es jetzt mal her, weil wer weiß, für was wir es brauchen. Wir haben zwei Stück, die haben wir dabei. Ich weiß jetzt nicht, wenn wir die jetzt hier in die Hand... Ah, die können wir gar nicht in die Hand nehmen.
sondern die haben wir noch nicht die Sprengstoff. So. Was haben wir denn hier? Hier haben wir Rauch, schwaches Pulver, interessiert uns nicht. Das wäre natürlich dieser Nobelisk Zünder und so einen Sprengstoff. Das wäre am coolsten eigentlich. Weil angeblich soll Sam hier irgendwo rumliegen. Mal hieß, hinter meiner Base liegt Sam. Und ich glaube, dass es irgendwo verschüttet ist und ich somit nicht, was heißt verschüttet, es ist für mich nicht ersichtlich. Ich weiß jetzt beispielsweise nicht, eventuell, ob das jetzt da unter diesem Stein hier liegt. Wisst ihr, was ich meine? Weil er sagte, es liegt hinter meiner Base. Und das wäre ja hier hinter meiner Base. Und was ist da oben? Was ist da oben? Hallo? Ah, Rohquarz. Das war aber nicht gerade viel. Seht ihr? Ich habe jetzt gedacht, da ist eventuell Sam, aber war nicht Sam. Somit bauen wir den Spann hier schnell ab. Ich kann euch nicht sagen, wo Sam versteckt ist, weil ich es noch nicht gefunden habe. Also falls noch einer irgendwie Kalkstein bessere Tipps hat, wo ich Sam hinter meiner Base finde, dann bitte her damit. Ich finde es nicht. Ich finde es nicht. Und es ist für mich auch nirgendwo ersichtlich, dass es irgendwo vergraben wäre oder sonst irgendwas. So. Hier oben wird es, denke ich mal, auch nicht sein, oder? Bauen wir mal hier schnell runter. So. Hallo. Wer weiß, ob es da oben versteckt ist. Ich kann es euch nicht sagen. Nee, hier ist gar nichts. Hier ist gar nichts. Jetzt, das tut weh. Nee, doch nicht. Aber das bauen wir natürlich wieder ab. So. Ich kann es euch nicht, also ich habe es noch nicht, ich bin jetzt echt schon ein bisschen rumgelaufen hier auf der Map und ich habe noch kein Sam gefunden. Kann tun und lassen, was ich will. Ich habe auch schon Stellen angeschaut, wo Sam angeblich liegen soll. Ich finde es aber nicht. Bei mir ist Sam nicht da, wo es liegen soll. Super, der wird hier ordentlich befüllt. Hier ist genug drin. Wieder ein Tritt des Frachters. Super. Ich habe keinen blassen Schimmer, wo wir hingehen sollen, um Sam zu finden. So, hier nochmal zwei. So, wo ist der Panzer jetzt geblieben hier, den er verloren hat? Da ist er. So. So.
er sein? Da ist er. So. Ja, ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Was ist das hier unten? Also ich meine jetzt nicht das Tier, sondern dieses, das hier. Das ist eventuell Kohle. Das ist Kohle. Ja, cool. Lasst mal kurz. Oder warte mal, das machen wir mal. Alter. Entfernen. Entfernen. Und dann machen wir hier neue Kartenmarkierung. So, und machen wir hier. Kohle. Halt. Kohle. Icon übernehmen. Machen wir hier mal unbegrenzt übernehmen. So. Da, wir haben jetzt nur keinen Miner dabei. Somit. Oh, was ist da hinten? Was ist da hinten? Ein Summer Loop. So, ich weiß natürlich hier jetzt auch nicht, ob jetzt hier drunter, wenn man hier jetzt irgendwas wegsprengt, ob hier drunter irgendwas zum Vorschein kommt. Wisst ihr? Das weiß ich eben nicht. Somit bin ich jetzt erstmal ratlos, was Sam angeht. Und das blockiert uns leider Gottes ein wenig. Schauen wir mal, ob hier eine Festplatte drin ist. Was will er hier? Ah, Kupferblech. Damit können wir das schon. Kupferblech können wir schon, aber haben wir noch nicht produziert. So, heißt für mich, wir gehen runter und kümmern uns um Kupferblech. So, hier wieder hoch. Und hier haben wir, hier produzieren wir Draht. Können wir hier eigentlich auch Kupferblech. Ah cool, hier könnten wir auch Kupferblech produzieren. Das heißt, wir werden hier ein zweites, hier das ein bisschen umbauen. Was haben wir denn hier oben drin? Ach, hier haben wir ja schon Kupferblech drin. So. Wo kommt denn das Kupferblech jetzt her? Okay, hier ist voll. Genau. Aber hier brauchen wir 500 für unsere nächste für unseren nächsten Meilenstein. Das heißt, wir nehmen die gleich mal mit und packen die hinein. So. 500, dann haben wir gesagt, brauchen wir das und das. So. Schauen wir hier die Kiste. Da haben wir hier den Summer Loop noch. Dann haben wir hier das. Ein bisschen Nüsse. Die Dinger hier. Oh, 36 Stück. Das ist natürlich cool. Den Panzer. Wir könnten natürlich jetzt schauen, was wir hier noch alles jetzt umproduzieren können. So. Wir könnten Gewebe herstellen, das ist ja. So.
Ah. Wenn wir hier jetzt Biomasse herstellen, dann können wir dementsprechend mit Milizium natürlich das Gewebe herstellen. Das brauchen wir, glaube ich, auch für unsere Marmforschung. So, lass uns kurz mal reinschauen, was es hier mit Gewebe auf sich hatte. Hier war doch irgendwo Gewebe. Gewebe, Gewebe, Gewebe. Das ist echt. So, da ist auch nicht. Wo war denn jetzt dieses Gewebezeugsel? Hier ist es. Hier ist es. Hier forschen wir einen Fallschirm. Parachute unlocked. Fixit appreciates your willingness to descend rapidly to perform your duties, but damaging Fixit property is a breach of contract and will have unpleasant consequences. Improve descent efficiency by combining the forces of gravity and drag with a parachute. So, Fallschirm. So, Hammer. Und den Fallschirm packen wir jetzt auf unseren Rücken. So, und zündet der jetzt automatisch, wenn wir hier irgendwo runterspringen? Oh, klasse. Klasse. Das ist cool. Das ist cool. So, hier hatten wir Blätter drin. Kriegt ein paar Blätter. Und hier hatten wir... Haben wir gar kein Holz? Holz, Holz, Holz. Nein, haben wir nicht. Zack, Biomasse hier rein. Was so der steht, weil... Ah, hier das Ding voll ist. Okay. Gut, 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 gut. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Ich werde es alles hier mal ein bisschen umbauen. Wir können hier kurz mal schauen, wie viel von dem wir schon... 61 nehmen wir mal mit. Und ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Der Papi.